Oh, ich Idiot, ich Idiot, ich bin so ein Vollidiot. Es tut mir so leid, es tut mir wirklich so leid. Ich kann es auch nicht rückgängig machen. Es tut mir wirklich leid. Ich hab's gerade gemerkt, ich habe das Mikrofon ausgehabt. So, das Schweinchen nehme ich mit. Düsterinsel, weißt du was? Komm, wenn ich sowieso schon da jetzt dran bin. So, Düsterinsel, dann will ich mal nach Norden. Es tut mir so leid, ich habe jetzt 8 Minuten lang mir den Mund fusselig gequatscht, eigentlich nur Dünnsches gelabert und habe das Mikrofon ausgehabt. Och nee. Ach. Offene See, hier gibt's nichts. Na gut. Wirklich nicht? Tatsache hier ist nur die Grenze von Mara. Hier ist ein großes Fragezeichen. What? Oh, schau mal, Akachis Koloss. Ich hoffe, dass ich eines Tages sehe, wie sie ihn lenkt. Wow. Life can hit hard, but stay strong and stay alive. Ja, das Leben kann hart sein, aber bleib stark und überlebe. There are people worth living for. Find them. Da gibt es Leute, über die man sich. Ja, da gibt es Leute, für die man leben kann. Na gut. Hab ich jetzt so ein bisschen erschreckt. Ich hab gedacht, wow! Na gut, okay. Ich kann also, wenn ich zu weit nach Osten fahre, komme ich im Westen raus. Das ist okay, das ist super. Oh Mann, die ganze Zeit. Ah. So, offene See. Ich weiß echt nicht, wo ich die finde. Ich muss die echt suchen. Die Risotto. Oder Rigetta. Was weiß ich. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Goldinselchen. Na dann. So, Gänschen. Ah, hier gibt es Gold. Hier gibt es bestimmt richtig Gold. Hier gibt es nochmal einen Fisch. Ja, gut, würde verrät der Name schon. So, das nehme ich mal mit. Warum eigentlich nicht? So, das mitgenommen. Sieht an sich auch schön aus. Also es gibt echt viele Inseln zu entdecken. Es ist echt nicht schlecht. Hier nochmal vielen lieben Dank für das schöne Geschenk. Goldbarren ist klar. So, starting a new journey may not be so hard. Or maybe it has already begun. Okay, ich habe eine neue Reise oder eine neue Entdeckung gestartet. Vielleicht ist sie nicht so hart oder vielleicht mag sie auch erst jetzt starten. There are many worlds, but they share the same sky. Hier gibt es viele Welten, aber die scheinen alle den gleichen Himmel zu teilen. Ein Himmel, ein Schicksal. Na gut, was haben wir hier? Diesmal rührt niemand meinen Garten an. Da hast du recht. Tschüss. Hoffentlich bist du nicht sauer. Na gut, hä? Okay. Das sah ein bisschen komisch aus. So, Goldinselchen. Ist die Akachi hier? Ja, ne? Aber ich bin im Moment sehr beschäftigt mit Sachen. Okay, ich möchte diese Insel auf jeden Fall nochmal begutachten, bevor ich hier mit dem Boot weiterfahre. Das Goldinselchen, supi.
Ereti, sie war so sauer, wie ich es war, wenn ich Hunger hatte und das Essen noch nicht fertig war. Tja, Koa, meine Kleine. Die Ereti ist nicht gerade auf deiner Seite. Die musst du noch stark überzeugen. So, jetzt möchte ich aber, dass du nochmal einen... Oh ja, einen Käse. Lecker. So, Eiseninsel haben wir gefunden. Die Silberinsel, das Goldinselchen, wunderbar. Das lief doch alles sehr gut. Besser als erwartet. So, das noch. Und dann kann ich eigentlich mich wieder aufs Boot ausmachen. So, das war das Goldinselchen. Es gibt nicht viel zu entdecken. Aber man muss sagen, es sind trotzdem schöne kleine Inseln, wo man sich echt so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Also, ja. Mara ist durchaus ein schöner Ort. Da hier nochmal auf jeden Fall vielen lieben Dank an den lieben Entwickler. So, ein Boot schlafen. So, wo bin ich dann? Im Goldinselchen. Dann gehe ich einfach mal Richtung Süden. Und im Süden kann ich dann die nächste Insel entdecken. Dann habe ich alles angesehen. Dann sind wir soweit auch fertig mit der Entdeckung Maras. Das Goldinselchen hat sich durchaus bezahlt gemacht. Offene See. Ein bisschen, ein paar Münzchen. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Münzen. Ich dachte, ich hätte noch 3.000, 4.000. Na, da muss ich mich mal langsam dran machen. Die vergessene Insel. Ist es normal, dass es hier regnet oder ist es jetzt einfach nur... Die vergessene Insel, die sieht wirklich krass aus. Vor allem der Name, der gibt schon so ein bisschen Ehrfurcht. So, so, die vergessene Insel. Silber. Was zu essen. So, die Koa braucht erstmal. Jawohl, gekühlter Fisch ist super. La 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 la. La 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 la. Auf der Insel kann man bestimmt ein spannendes Abenteuer erleben. Das glaube ich dir bei der vergessenen Insel. Das sieht wirklich interessant aus. Ich hoffe, da müssen wir nirgendwo nochmal hin. Okay, Karottensaatgut. Steine kriegen wir ganz viel. Hallo, ihr kleinen Bombs. Ich komme ja aus Dayland. Von der kleinen Yuki, die uns einfach verlassen hat und den kleinen Bomb da einfach auf unserem Planeten ausgesetzt hat. Naja, gut. Die Insel jetzt umrundet. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? Wenn es da draußen so viele verschiedene Welten gibt, warum sind wir hier? Warum sind wir dann hier geendet? And suppose there are other worlds. Und ich bin mir sicher, da gibt es andere Welten. Then ours is just a little piece of something much greater. Denn unsere Welt ist nur ein Stück von etwas Größerem. I want to see them all. Alles klar, ich will sie alle sehen. Wunderbar. Ja, der hat sich sozusagen gesagt, okay, hier gibt es so viele verschiedene Welten. Und der will sie alle sehen. Und hast du nicht gesehen? Na gut. Okay,
Okay, wir haben ganz viel. Ah, Kohle haben wir bekommen. Ah, Ananas. Perfekt. So, was haben wir hier noch? Das sind die Ruinen der Wächter, von denen Yaya mir erzählt hat. Ah, da müssen wir bestimmt auch noch hin. Gut, dass wir den Goldschlüssel gekauft haben. Warte mal, von da kam ich. Okay, das bedeutet, wir haben hier alles soweit entdeckt. Ich will hier nochmal runter. Das sieht für mich nämlich so aus. Jetzt könnte die Chor da ordentlich was finden. So, nochmal eine Portion Pommes. Supi. Und hier jetzt runter. Dieses Wasser sieht ungesund aus. Ich sollte aufpassen, wenn ich meine Füße reinstecke. Ich weiß nicht, was wir da jetzt genommen haben. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Aber ich konnte jetzt auch nichts dran ändern. Ich hoffe, das hat jetzt keine negativen Auswirkungen. Ach, naja. So, Heimatinsel erstmal das Schweinchen abliefern. Nein, vergessene Insel will ich nicht. Verlassene Station. Ich würde gerne wissen, wo die Dingsbums hin ist. Quellbaum. Global Sleeps. Erstmal zur Heimatinsel, dass das Schweinchen mal vom Schiff runterkommt. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn die Regatta? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug und die ist gerade aktuell nicht da. Na gut, dann gucke ich einfach mal, ob ich vielleicht jetzt eine Jakobblume finde. So, Schweinchen darf natürlich raus. Hey, Musik ist komisch. So, Blümchen, Blümchen. Nein, kein Blümchen, okay. Jaku, mache weiter mit Aufträgen von Chor. Bring die Schatzkarte zu Regatta. Ah, Chor. Und natürlich noch Kalebs Paella. Na gut, da muss eigentlich nur die Paprika und die Dingsbums bereit sein. Die Tomaten. Oh, die Paprika braucht noch 5 Tage. Ja, das ist nicht so super. Na gut. Dann braucht das alles noch ein bisschen. So, Küche. Paella. Tomaten habe ich. Paprika brauche ich noch. Okay. Na, die kann ich jetzt leider nicht beschleunigen. Ich muss die echt suchen, die Regatta. Die Frage ist nur, wie finde ich die? Und wo finde ich das Zeug für die Napopo? Ich glaube nicht, dass sie da oben ist. Vielleicht ist sie auf dem Silberinselchen. Auch nicht. Tempel des Westens vielleicht? Ich werde gleich noch mal ein paar Sachen verkaufen, dass ich mal wo ist denn eigentlich der Lizio?
Wo sind die denn überhaupt generell, die Piraten, alle hin? Stein der Naturgeister. Auch nicht. Mitternachtsinsel. So, und wo muss ich hin? Ich muss nach Osten. Da gibt es nämlich noch ein Fragezeichen. Ich glaube, das habe ich... Ja, ich glaube, die zwei Quader an der unten an den Ecken habe ich noch nicht, weil die so unscheinbar aussahen. So, offene See. Was haben wir hier? Auch wieder ein Hühnchen. Kann das natürlich nicht. Südliches Archipel. Na gut. Ein paar Inseln. Happy Birthday, Soso. I hope you enjoy the game and everything it has to offer. Alles klar, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Soso. Ich hoffe, dir gefällt das. Du genießt das Spiel und alles, was es zu bieten hat. Mit Liebe von Kai und Chauri. Nicht schlecht. Geburtstagswünsche. Haben einiges gefunden. Ansonsten gibt es hier jetzt nichts. Okay, dann gehe ich nochmal hier zu dieser Insel. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr zu entdecken. Es erinnert mich so ein bisschen an Stranded Deep gerade. Aber hier gibt es auch nicht so viel zu entdecken. Ein Angelbereich. Oh, das erinnert mich an die Seekarte, die ich noch zeichnen muss. Beziehungsweise, was heißt müssen, wollen? Sagen wir mal wollen. So, und dann will ich hier nochmal gucken. Hier gibt es bestimmt auch noch was zu finden. Also ich meine generell, wenn ich jetzt vielleicht alle Schatzkarten gekauft habe. I sing the king, rest in peace. William Stanley III, Juni 20. Juni 2017. Ich singe dem König, Ruhe in Frieden. Ah, eine Abschiedsnachricht. Ich finde das schön mit diesen... War ich schon mal auf dieser Insel oder sehen sie alle gleich aus? Ich glaube, die sehen alle relativ ähnlich aus, Koa. Ich finde das schön, dass sie hier so verschiedene Messages reingebaut haben. Das ist super, das ist eine richtig coole Idee. So, jetzt muss ich hier noch zu A1. Wie wir ja gelernt haben, wenn wir zu weit nach Osten fahren, kommen wir im Westen raus. Marinestützpunkt. Ich verstehe. Und da können wir auch tauchen. Das werde ich auch gleich machen, dann ist der Part auch schon vorbei. Super, du hast einen neuen Atem. Warte, ich kann doch hier bestimmt rein. Ja, kann ich. Oh, der sieht aber... Ja, er wollte also nicht, dass ich diesen Ort entdecke. Das war gerissen von ihr. Warum gerissen? Hier sieht es aber ganz schön finster aus. Das Grammophon, es gehört Saimi. Sie ist wieder zu Hause. Wirklich? Soll mir das schon entdecken? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier Sachen entdecke, die mit der Geschichte noch gar nicht vereinbar sind. Aber na gut, was wir entdeckt haben, haben wir entdeckt. Kann ja auch nicht schaden. So, ich glaube aber nicht, dass es hier sonst noch was gibt. Dementsprechend würde ich ganz gerne... Ah, hier gibt es noch eine Message. Hier ist Dunna also hergekommen, um mit Saimi zu studieren. Dieser Ort ist riesig. I found out that from me have a huge family. Ich habe herausgefunden von mir, dass ich eine große Familie habe. And a footpad and a woodlet. And a field each spiglet. River, sky, blue, it's all a native. This is my motherland. I love everyone in the world. Alles klar, ich... Habe ich jetzt eine Paella gefunden?
Paella nach Koas Ad. Oh, ich das gewusst hätte. Na gut, hier kann ich nochmal tauchen. Ich glaube nicht, dass hier hinter der Marinestation noch mehr zu finden ist. Ja, verschiedene Metalle, aber die sind jetzt nicht so groß von Bedeutung. Könnte ich natürlich abgrasen, aber... Nee, passt schon. So, ich will auf jeden Fall hier nochmal hin, um zu tauchen. Ah, wenn ich das gewusst hätte. Wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht auf die Suche nach diesen ganzen Krabben machen. Zumindest nicht im Let's Play. Vielleicht später noch, wenn ich mal weiter Bock habe, die ganzen Postkrabben zu finden. Aber jetzt nicht explizit hier, weil das würde nur eine Schatztruhe. Na gut, ist okay. So, ab nach oben. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Wunderbar, supi. Trotz alledem. Was? Hier gibt es noch ein. Och nee. Na gut, nehmen wir mal das Schweinchen mit. Ah, wo ist denn jetzt. So, erstmal ab zur Heimatinsel. Neues Hühnchen, wunderbar. Und ein neues Schweinchen. Hallo, ich hab's doch schon längst akzeptiert. Ja, ist doch gut. Na gut, da muss ich irgendwie jetzt mal ins Dingsbums. Das war ein bisschen buggy. So. Die brauchen noch ein bisschen. Na gut, sind aber gegossen. Ah, ich brauche auf jeden Fall. So, Regatta. Das kann jetzt sein, dass sie am Mitternachtsstrand ist. Da war ich. So, na gut. Avan und Taka, die Bewohner von Quelles. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wem ich das alles geben muss. Ich glaube, es wird auch... Weißt du was? Wir machen es so. Ich beende den Part. Ich gucke mal vielleicht ein bisschen nach, weil ich jetzt echt ein bisschen überfragt mit diesen Sachen bin. Und dementsprechend sehen wir uns. Ich mache auch komplettes Aufnahmepäuschen. Leute, ich habe jetzt Part Nummer 28, 29, 30, 31, 32 und 33 jetzt aufgenommen. Ich hoffe, das ist soweit okay für euch. Also... bis dahin würde ich sagen, schick für heute, ohne das jetzt großartig noch mehr zu quatschen. Ich würde sagen, ich mache mir ein paar Notizen, was es mit diesem Sushi auf sich hat, wo man die Regatta findet, ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber ich würde auf jeden Fall privat noch ein bisschen weiterspielen, damit wir zumindest ein paar Sachen haben, damit wir einfach weitermachen können, ja. Sprich, einfach jetzt ein bisschen Farmarbeit, das muss ja nicht im Let's Play mit drin sein. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Spiel wie ich. Es gab viel zu entdecken, wir haben Mara jetzt komplett entdeckt. Es gibt viele Inseln und ich glaube, ich werde nach dem Let's Play immer noch eine Menge Spaß mit dem Spiel haben. Allein nur dieses Craften und dieses Bauen und so weiter und so fort. Es ist einfach schick. Bis dahin, macht's gut, ciao!